Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Wir sind zurück aus der Sommerpause, hatten eine sehr erfolgreiche Herbstklausur in Schwaben und vergangene Woche ein hochkarätig besetztes Energiesymposion im Maximilianeum. Das kommt uns nun zugute. Denn während die Ampelregierung in Berlin über den Kurs ihrer Energiepolitik heillos zerstritten ist, haben wir Freien Wähler im Landtag uns längst positioniert. So fordern wir von der Bundesregierung eine wirksame Energiepreisbremse und es muss alles getan werden, um das Angebot an Strom und Gas auszuweiten. Darüber hinaus müssen unzumutbare Belastungen aus dem Bundeshaushalt ausgeglichen werden. Denn die horrenden Energiepreise sind für Bürger und Unternehmen zur Existenzbedrohung geworden. Viele Firmen stehen vor dem Ruin. Und das trotz voller Auftragsbücher. Bäcker kündigen vorsorglich ihre Ladenlokale, weil die Gaspreise so sehr explodieren, dass sie künftig 8 bis 10 Euro für ein Brot nehmen müssten. Lebensmittelhersteller bekommen kein CO2 als Nebenprodukt der Düngemittelherstellung und haben damit keine Kohlensäure mehr. Lkw-Flotten könnten bald stillstehen, weil der Dieselzusatz AdBlue nicht mehr verfügbar ist. Gegen all das tun wir in Bayern etwas. Mit einem Härtefallfonds von bis zu 1 Milliarde Euro wird der Freistaat die Folgen der Energiekrise abmildern. Bis zu 500 Millionen Euro sollen bei besonderen Härten an mittelständische Unternehmen, Vereine oder soziale Einrichtungen fließen. Unternehmen, die in Geldnot geraten, wird die Förderbank LFA erweiterte Bürgschaften anbieten. Das sind noch einmal bis zu 500 Millionen Euro. Ihr seht, die Bayern-Koalition zeigt nicht nur auf andere, sondern nimmt selbst viel Geld in die Hand, um Bürger und Unternehmen vor Putins Gaserpressung zu schützen. So arbeiten wir Tag und Nacht daran, dass Wohnungen warm bleiben und Betriebe weiter produzieren können. Es ist der Bund, der jetzt handeln muss. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch. Der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Freie Wähler Landtagsfraktion.